Hallo und herzlich willkommen zur 194. Folge von Project Unstable 6. Ja, da sind wir wieder. Ich glaube, es wird morgen. Ja, es wird morgen. Hi. Ja, das letzte Mal haben wir ja überlegt gehabt, wie wir jetzt weitermachen können. Mit Hilfe vom Arc Furnace haben wir festgestellt, ich habe gesagt, wir brauchen ja mehr Coke Dust. Den Coke Dust können wir allerdings nur im Crusher herstellen, was ein kleines Problem ist und ein Manko, was wir dann diese Staffel jetzt wahrscheinlich nicht mehr so sehr, weil ich jetzt nicht wüsste, wo es jetzt gut und angemessen wäre. Aber nun gut. Jedenfalls, wir brauchen irgendwo den Crusher. Den Crusher haben wir erstmal abgebaut, weil der hier stand, und ich möchte ihn gerne trotzdem automatisieren für Coke Dust. Weil der Crusher kann hauptsächlich Coke Dust, kann er sehr gut. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Nee, wir kennen das. Coke Dust muss ich suchen, damit ich an den Crusher komme. Genau. Ansonsten, er hat so ein paar interessante Sachen. Wir könnten aus Slag könnten wir Sand machen. Wir könnten theoretisch auch normale Erze reinpacken. Aber es funktioniert nicht alles als ein Pulverizer. Daher, ja. Und wir können es auch nicht unbedingt verbessern. Wir könnten halt vielleicht aus Wolle könnten wir noch ein bisschen vielleicht mehr rausbekommen. Ich weiß nicht, was das im Verhältnis ist. Aber an und für sich lohnt es sich überhaupt nicht. Deswegen werden wir den Crusher rein für Coke Dust erstmal benutzen. Und deshalb möchte ich den auch gar nicht hier irgendwie sehen. Sondern der Coke Dust soll in einer separaten Dimension erzeugt werden. Und dafür brauchen wir eine Compact Machine. Und dann haben wir ja letzte Folge schon mal einen Haufen vorbereitet. Und dann ist mir aufgefallen, Moment, ich brauche das gar nicht. Denn, also die Compact Machine an sich brauche ich schon, aber nicht in der Größe. Wir werden nur eine kleine Compact Machine bauen. Eine 7x7 Compact Machine sollte vollkommen ausreichen, also 7x7x7, da der Dingens hier, der, ne, wie heißt er? Der Crusher hat nur die Dimension 4x3. Das heißt, wir haben auf jeden Fall noch genug Platz in dem Ding, um da eine Automatisierung drumherum zu bauen. Und deswegen machen wir das so und machen eine kleine Compact Machine nur, anstatt einer großen. So, das dauert jetzt einen kleinen Moment. Es ist irgendwie off-centered, ne? Irgendwie kommt es, glaube ich, nicht richtig klar mit dem Rendering. Ja, es wird wieder größer. Jetzt wird das kleiner. Und plupp. So. Okay. Compact Machine. So, wie gesagt, nur eine Normal. Was anderes brauchen wir eigentlich erstmal jetzt nicht für unsere Zwecke. So, ich nehme auch schon mal das Ding hier mit. Und dann nehme ich mal das hier mit. Ich hoffe, das ist alles. Moment, ich guck lieber nochmal nach, dass wir alles haben zum Aufbauen. Crusher. Wir brauchen. Hopper brauchen wir noch. Wir haben keine Hopper. Okay. Sind wo Hops gegangen? Entschuldigung. So, gut. Gehen wir rein. Dippidippidipp. Da, da sind wir. Und jetzt mal gucken. Ist die Compact Machine hier? Und hier ist unsere andere Compact Machine. Das ist, glaube ich, die Compact Machine, die. Ich glaube, das war unsere Bienen-Compact Machine, genau. Das heißt, wir sind jetzt hier. Okay. Naja, gut. Ist ja egal. So, hier kann auch was theoretisch spawnen, was mich verwundert. Nun gut. Bauen wir erstmal das Ding auf. Ich muss jetzt mal gucken. Und stopp. Nee. So. So. Jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Der Output ist hier an der Seite. Der Input ist hinten oben. Das heißt, wir bauen das so rum. Also. Okay. 1, 2, 3. 1, 2. Und. Dab, dab, ups. Dab, 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 dab. So, das sollte ja richtig sein, ne? Ja. So. Nächste Stufe. Kommt der Redstone Engineering hier vorne hin. Wir brauchen gar nicht die anderen Engineering Blocks, merke ich gerade. Brauchen nicht die. Oh, hier fehlt was. So. So, Moment. Da kommt nochmal das Ding drauf. Und dann kommt hier nochmal das Ding und das Ding. Und hier kommt die drauf. Und dann oben, glaube ich, noch die Hopper und dann haben wir es, ne? So. Wunderbar, wir haben den Crusher. Wunderbar. Und hier an der Seite ist die Energiezufuhr. Hier können wir mit Redstone an- und ausschalten. Hier vorne ist unser Output.
Und das können wir jetzt relativ schön nutzen. Wir sehen, es ist mehr als genug Platz. Theoretisch hätte man sogar noch ein Machine-Frame kleiner machen können, aber die ganzen Compact Machines, die kleiner sind, kosten genauso viel. Von daher ist es relativ egal. Gut, gehen wir raus. So, wunderbar. Jetzt sehen wir hier nochmal. Okay, gut. Wir brauchen jetzt noch ein paar Sachen. Wir brauchen zum einen eine Möglichkeit zum Outputen. Dafür brauchen wir Tunnel. Ich habe noch einen Tunnel. Wir brauchen aber ein bidirektionales Ding. Also holen wir nochmal Hopper. Redstone. Und Chips. Machen wir mal 10 Ender-Chips ganz schnell. Also ganz schnell ist relativ, aber relativ schnell, zeitnah, irgendwie sowas. So, nochmal, ja, 2 reichen eigentlich sogar schon. Und dann kann ich das mal hier reinpacken erstmal. So, brauchen wir wahrscheinlich trotzdem nicht für das Ding, aber es liegt jetzt erstmal mit drin. So, dann baue ich mal ganz schnell hier das Zeug auf. Also was heißt das Zeug als eine Ding mal schnell. So, zack, 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 zack. Und zack. Ne. Okay, was habe ich falsch gemacht? Enderchip, Enderchip. Ah, ich muss es von draußen reinwerfen. Von drinnen hat er es nicht genommen. Okay. Na, 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 und blub. So, ich mach gleich nochmal, dann haben wir nochmal ein paar, falls wir mal irgendwann wieder brauchen. So, nochmal drauf. So. So. Und dann haben wir erstmal genügend Tunnel. Es gibt noch einen Redstone-Tunnel, den brauchen wir aber nicht. Brauchen wir hauptsächlich erstmal für Items und Strom. So. Dann packen wir das mal weg. Das kann auch weg. Die Compact Machine Dinger können auch weg. So, okay. Wir brauchen jetzt wir nehmen mal Item Ducts. Nehmen mal Pulse Item Ducts, weil die können ja automatisch, wir haben es ja hier gesehen, automatisch outputten. Also praktisch, wenn automatisch was reingepackt wird, kommt es automatisch raus. Dann brauchen wir noch ein Crate für draußen, dass wir praktisch ein Input- und ein Output-Crate machen. Dann brauchen wir noch ein Servo. Oder beziehungsweise wir können es auch mit dem Hopper machen. Nee, wir machen Servo. Ist okay. Wir nehmen Servo. Warte mal. Wir brauchen noch ein Open-Crate. Weil wir müssen ja... Crate. Ist doch da. So. Denn wir müssen, das habe ich gerade vollkommen vergessen... Wir müssen ja dafür sorgen, dass diese Items von oben reingedroppt werden, wenn ich mal recht entsinne. Ich kann mal probieren, ob es anders geht, aber ich glaube, wir können es nirgendwo reinpacken. Ich guck nochmal. Ich müsste ja, wenn hier drinnen stehen. Gut. Applying Redstone Signal. The front is the white side of the structure. It has a light engineering block at the bottom. Okay, hier steht nichts von wegen das. Okay. Wir probieren trotzdem mal, ansonsten machen wir es mit dem Open Crate. Dann brauchen wir nochmal ein Servo. Beziehungsweise, ich könnte es sogar... Ja, ich kann das sogar anders machen. Ich kann das sogar anders machen, da könnten wir dann theoretisch mit dem Hopper arbeiten. Naja, machen wir dann aber mal. So, ich gehe jetzt erstmal in die Maschine rein. Wir brauchen noch Flux-Duct. Flux-Duct. Theoretisch reichen Harden. Ne, letzter und hatten eigentlich auch schon vollkommen ausgereicht, ne? Ach komm, wir machen Harden. Wir haben es ja. So, okay. Und dann einmal. Ich platziere das Ding mal schon mal so, wie ich es ungefähr denke. Also praktisch, wir haben dann das Ding. Wir haben unten einen Crate, wir haben oben einen Hopper. Und wir haben an der Seite den Strom. So ist erstmal der Plan. Wo ich den Strom jetzt reinmache, von welcher Seite, muss ich mir noch überlegen. Ich mach's jetzt erstmal auf die West-Seite und dann können wir es ja immer noch. Also oben Input, unten Output. Weil wir müssen eh von oben wahrscheinlich reindroppen. Ich guck mal, ob es anders geht. Wenn es anders geht, dann können wir das nämlich relativ schick machen. So, jetzt muss ich auch mal gucken erstmal. Kann ich?
Es könnte funktionieren. Ich weiß es aber nicht. Wenn es funktioniert, wäre es super. So, auf jeden Fall brauchen wir hier Strom. Zack. Das heißt, hier haben wir einfach mal die fürs erste Westseite. Westseite. Also wenn das einfach so geht, ich probiere das einfach mal. Das verbindet sich ja alles. Ja, probieren einfach mal. So, machen wir das mal hier hin. Und machen wir hier mal Einstellung für ab. Genau. Und dann brauchen wir hier down. Zack. Das verbindet sich nicht. Nein! Alles doof. Okay, dann brauchen wir einen Hopper. Dann nehmen wir einen Hopper. Das verbindet sich nicht mit dem Output. Das ist doof. Das ist echt doof. Okay. Also Hopper. Okay. Hoppdi-dop-di-dop. So. Einmal das. Und dann können... Ja, ich nehme den Hopper einfach so mit. Genau. Warum habe ich jetzt... Ups, ich glaube, ich habe mich verklickt. Habe ich einen Shift-Klick gemacht, ich Depp? Ich nehme stark... Ich hab... Okay, wir haben jetzt genügend Hopper für immer. Oh Mann. Okay, so, nehmen wir mal ein bisschen... Ich nehme einfach mal hier einen Block of Coal Coke mit. Und schließe einfach mal von hier eine Cell an. So. Wunderbar. Okay, dann gucken wir einfach mal, wie es funktioniert. So. Hallöle. So, wenn ich das Ding jetzt hier anschließe, sollte es ja theoretisch automatisch in den Hopper reinpacken. Und wir packen mal hier oben jetzt... Also, beziehungsweise... Mal so. Und dann packen wir mal einen Block of Coal Coke rein. Es funktioniert. Das ist mega gut. So, das heißt nämlich, wir können den Input einfach so machen. Oh, ist das schön. Und es sollte alles wieder draußen angekommen sein. Und damit haben wir den Crusher wunderbar kompakt automatisiert. Und das auf eine schöne Art und Weise. Ja, es funktioniert. Oh, ist das schön. Das heißt, wir können jetzt einfach sagen, ich nehme Coke Dust. Nicht Coke Dust. Hier Block of Coal Coke. Pack davon mal hier oben rein. Und wir sollten jetzt gleich sehen, dass hier unten... Wunderbar. Es ist natürlich langsam. Das ist das einzige Problem, was ich habe im Hopper. Haben wir noch eine andere Möglichkeit? Also die Item Ducts nimmt er nicht. Ich könnte noch einen Crate daneben setzen und dann praktisch eine Duct machen. Aber da brauche ich wieder ein Servo und das will ich eigentlich nicht. Impulse-Hopper. Takes input items and only items ist der Fullset. Es gibt diesen Block. Ich hab den nie gesehen. Also ich hab den das Rezept dafür gemacht. Ich wusste, dass es den gibt, aber wir müssen Rezepte umbauen. Oh Gott, wir können alles schöner machen. Ja, ich freue mich gerade. Oh, es ist schön. Oh, es ist schön. Okay, so. Also wir haben auf jeden Fall die Comeback Machine dafür da. Und das heißt, wir können Coke Dust machen. Und ich mache es jetzt erstmal noch einmal manuell kurz, dass wir dann was haben. Und oh, irgendwie will ich gerade alle Rezepte gefühlt umbauen. Wir können so viele Sachen besser machen. Ist der Wahnsinn. Es kostet zwar erstmal ein bisschen, ich weiß nicht, ob das Ding Strom verbraucht, aber ja, es verbraucht Strom. Aber ist egal. Oh, es ist genial. So, okay, ich mache jetzt erstmal ganz ruhig. Alles ist gut, wir machen erstmal ein bisschen Coke Dust. So, machen wir mal noch hier mal aus dem Stack was. Ja, so, zack, und zack, so. Oh, es ist toll. Okay, gut, ich pack das mal erstmal weg hier. So, zack und zack. Oh, es ist genial. Okay, ich hatte nämlich eigentlich noch was anderes erstmal vor, was wir noch machen könnten. Ah, oh, schön. Und zwar hatte ich ja erzählt, dass ich hier das gerne upgraden möchte, hier unten unser System. Aber irgendwie möchte ich gerade die anderen Dinger machen. Wir können mal gucken, ob man ein Rezept dafür... Ah, ich hab auch noch was anderes, was wir machen wollten. Ich wollte noch Widderbilder machen. Ich habe das vorbereitet gehabt. Ich mache schon mal einen Block. So, ich mache aber jetzt erstmal ganz kurz... Ups, nein, hier.
Zack. Zack. So. Kann ich eigentlich direkt nach Ender.io suchen? Nein. Ender.io? Nein. Ach so. So. Hopper. Ein Impulshopper. Kann ich 3 Stück machen? Na, ich brauche Energetic Alloy. Und theoretisch auch Electrical Steel. Ja, davon brauche ich definitiv Nugget 2. Er braucht so eine. Okay. Wir haben immer noch das Problem. Und Steel Dust. Er kann kein Steel Dust. Okay. Das können wir mal ändern. So, Moment. Bitte, 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 bitte. Zack. So. Oh nein, meine Nase krabbelt. Oh nein. Ah. Gottes Willen. So. Steel Dust. Ups. Das ist meine letzte Pattern. Hab ich keine mehr? Doch, ich hab noch welche. Ich wollte schon sagen. So. Pulverizer. Bringen wir mir schon mal das noch bei. Ich habe auch noch ein drittes Interface angeschlossen an den Pulverizer, sodass ich praktisch schon die Rezepte hier machen kann. Dass das alles schon mal halbwegs passend ist. So, okay. Wie machen wir das jetzt? Ich will gerne Impuls. Machen Impulshopper. Weil die Impulshopper haben nämlich einen Riesenvorteil. Erinnert ihr euch an die Rezepte, die wir gemacht haben für wie heißt's? Für die Runen und so weiter. Die können wir 1000-mal schöner machen mit dem Ding. Nicht nur 1000-mal schöner, sondern irgendwie 100.000-mal schöner. Alles, was irgendein festes Set an Items braucht, die dann irgendwie reingepackt werden, auf einmal, bevor was nächstes kommt, das ist perfekt für einen Impulshopper. Das heißt, theoretisch könnten wir damit sogar andere Sachen noch automatisieren besser. Aber, ja. Das ist toll. Ich finde das toll. So. Energetic Alloy brauchen wir noch. Electrical Steel. Es ist schön, dass ich das alles mittlerweile einfach so craften kann. Es relativ schnell funktioniert. Wir müssen trotzdem noch upgraden. Und wie gesagt, das ist jetzt im Moment so mein Ziel, alles zu automatisieren und umzubauen, sodass wir schneller an Upgrades kommen, damit wir mithilfe der Upgrades dann dafür sorgen können, dass die ganzen Maschinen hier schneller laufen. Ich meine, hier ist schon ein Großteil auf theoretisch Reinforced. Die Hardened haben alle, die haben alle nur ein Upgrade erstmal drin. Außer ein paar. Aber die hier müssen auch noch, vor allem die Compactor, müssen wir unbedingt. Ich brauche ganz schnell die Möglichkeit, Platten zu machen. Und Pulverizen muss auch noch verschleunigt werden. Also, wir brauchen definitiv an den 2 Stellen brauchen wir die Impulse-Item-Ducts. Also die, wir können Signal- und Plate-Item-Ducts machen. Items travel more rapidly, das heißt, das könnten wir machen, die Vacuum-Impulse. Genau. Wobei, nee, die Frage ist, tut das noch weiter? Nee, Moment, das tut nicht noch weiter. Vacuum decreases path length. Achso, das war einfach nur, nee. Okay, Vacuum brauchen wir nicht. Aber wir haben noch hier diese Signal und Plated. Genau, die Dinge können wir noch machen. Dann müssen wir nur gucken, dass der Strom auch wirklich ausreicht, der da durchkommt, weil eigentlich ist es billig gedacht. Aber das Problem ist, auf der einen Seite überträgt es manchmal mehr Strom, auf der anderen weniger, weil wenn wir beispielsweise mal bei den Fluid Ducts gucken. Signal. Wo ist denn die Fluid Duct? Da. Steht auch 512er, die kann definitiv mehr als 512 übertragen. Das ist so ein bisschen mein Problem. Ich meine, 512 würden ja theoretisch ausreichen, wenn sie konstant überall verfügbar wären. Sind sie aber nicht. Weil wir können ja nur hier aus dem Capacitor mit einem Input-Slot rausnehmen. Müssen wir mal gucken, wie das dann am Ende funktioniert und ob wir das so hinbekommen oder nicht. So, Moment. Was wollte ich? Achso, ich wollte Hopper probieren. Upsala. Oh, ich freue mich.
Und das, also ich muss ehrlich sagen, das ist das Schöne, es geht alles extrem schnell mittlerweile. Wir kriegen so viel Zeug so schnell, das ist der Wahnsinn. Ah, ist das schön. Wie schnell einfach nur alles fertig wird. Im Vergleich zu dem, was wir zwischenzeitlich mal warten mussten. So, Impulshopper. Genau, wir können Items definieren. Die werden dann zwischengespeichert. Also, warte, ich kann mal... wir haben doch ein, zwei Hopper. So, Moment, und ich brauche mal Crate. So. Zack, zack. Warte mal, das Ding kann doch, glaube ich, auch... Ja. Wir können das sogar so machen. Das heißt, wir brauchen nicht mal einen Hopper. Wunderbar. Okay, und dann könnten wir jetzt theoretisch bestimmte Sachen definieren. Beispielsweise könnten wir jetzt sagen, ich nehme einfach mal alles mit. So, ein bisschen was. So. Wir wollen, 64, nee, ich will gerne einen. So, wir machen mal. Achso, ich muss die Item Stack Size haben. Okay, also wir brauchen, Linksklick erhöht, okay. Sagen wir mal 16 Cobblestone. 64 Sand. Einmal ein Stone. Einmal, zwei Stone. Und das Ding mache ich mal auf einen halben Stack Sand. Und nochmal einen halben Stack Sand. Einfach nur mal gucken. Und ich mache mal den Output mal aus. So, Stein sollten wir mehr als genug haben. Cobblestone auch. Sand ist das Einzige, was aufgebaut wird. Bupp, rein. Wunderbar, und der braucht alles. Das heißt, wenn ich jetzt die beiden deaktiviere... Und wir brauchen dann noch einen Capacitor. Können wir Basic nehmen. So. Brauchen wir nochmal Energy. Ich sollte irgendwo noch eine Cell da. Ich habe da überall mittlerweile gefühlt immer eine Cell stehen. So. Ups, nein. Da. So. Und Capacitor rein. 16F pro Tick. Zack. Und jetzt hat er es praktisch zweimal durchgejagt. Das ist das einzige Problem. Er jagt anscheinend nicht. Output unlocked. Output locked. Stops the impulse hopper from sorting items into the output slots if there are items in there already. Es ist perfekt. Es ist einfach perfekt. Zack. Das heißt, er macht's einmal und das war's. Und erst wenn alles weg ist, bup, kommt der nächste Slot. Oh. Das ist schön. Einzige Problem ist, er hat nur 6 Slots. Aber das ist schön. Oh, ist das schön. Ich mag das. Oh, das macht alles so viel schöner. Oh, ich freue mich schon auf Automatisieren. Oh, wir können jetzt alles wirklich automatisieren. Erinnert ihr euch noch, wo ich gesagt habe, ich möchte gerne das filtern? Wo ich es überall gebraucht habe? Jetzt haben wir's. Ah, schön. Okay. Das heißt, wir haben einen Impulshopper. Ah, ist... Oh, ich komme gerade nicht drauf klar. Das heißt, wir können nämlich die ganzen Sachen theoretisch 1000-mal schöner automatisieren. Alles, wo es irgendwie eine gewisse Anzahl an Items braucht und nicht mehr haben darf von diesen Items, können wir damit automatisieren. Das ist toll. Also hauptsächlich wird Zirbotania gut sein. Das einzige Problem ist natürlich, dass die Rezepte, wenn ich mir recht entsinne, wesentlich mehr beeinflussen. Ja, wir gehen teilweise bis 9 hoch. Ja. Das heißt, das müssten wir... Ah, und wir können ja nur eine Sache auch definieren. Also wir können die Impulshopper wirklich nur für ein spezielles Rezept benutzen. Okay, das ist doof. Okay, dann können wir Botania doch nicht schöner automatisieren. Müssen wir unsere Automatisierung stehen lassen. Stimmt, wir können ja nur ein Rezept hinterlegen. Aber für solche Sachen ist es gut. So, okay. Ich wollte jetzt erstmal nochmal dafür sorgen, dass ich nochmal Kabel mitnehme. Und ein Interface. So. Interface gehört das. Und ich nehme nochmal einen Puls mit. Zack. So. Und zwar möchte ich den Crusher nämlich gerne einbinden, sodass der Crusher ein gewisses Level an Coke praktisch automatisch machen. Das werden wir mit dem Wooden Storage Crate machen. Das heißt, wenn das Storage Crate praktisch zu wenig drin hat,
also wenn dort das Crate leer ist, dann soll's. Naja, warte, den Export kann ich nicht unbedingt stoppen. Das ist das Problem. Ja, machen's mit Crafting. So, Moment, dieses Ding braucht nämlich, so, das können wir jetzt mal ein bisschen schöner machen. Mit unserem Wissen, was wir mittlerweile gesammelt haben. So, ich mache das hier weg. So. Mach's mal weg. So, ciao. Okay. Wir können nämlich mit unserem Wissen, mittlerweile wissen wir ja, wie das ganze Zeug funktioniert. Das heißt, wir können sagen, okay, wir brauchen einen Coke Dust noch für das Rezept. Und können aber theoretisch mit einem Interface das alles regeln. Weil hier kommen ja im Endeffekt nur Osmium Ingot, Osmium Dust und Iron Ingots rein. Das heißt, wir können das. Und halt vielleicht noch Coke Dust. Der Coke Dust muss dann halt hier rüber. Okay, nein. Kann ich. Stimmt, ich wollte ja mal was testen. Ob ich hier. Nein. Ah, okay, also die Graphite Electrodes kann ich anscheinend nicht automatisieren. Müsste ich mal nochmal googeln, ob ich da irgendwas finde. So, wir machen hier auch wieder einen Item Duct rein. Upsala. Item Duct. Ne, Item Conduit. So. Die teilt praktisch dann den Input auf. Wir haben hier einmal einen Insert und wir haben hier einmal einen Insert. Und dann brauche ich nochmal einen Filter. Dann machen wir es einfach mit zwei Filtern. So, zack. Und wir machen das relativ einfach, weil wir wollen ja erstmal nur Coke Dust filtern. Da ran. Ja. So, das heißt, wir machen einfach hier auf der einen Seite Coke Dust als Blacklist. Und hier auf der anderen Seite Coke Dust als Whitelist. Zack, wunderbar. Okay. Dann muss ich die Rezepte noch umändern. Das können wir aber dann machen. Lass das Ding weg. So. Und dann brauchen wir ein Crate, in das jetzt praktisch alles reinkommt. In das Crate kommt. Was heißt Crate? Ja, doch, Crate. Achso, erstmal hier. Fassade. So, Moment. Nein, das. So. Okay. Crate. So. Extract, always active. Wunderbar. Und damit haben wir jetzt hier erstmal definiert. Wobei, ich könnte auch. Was ist da was? Wir machen das ein kleines bisschen anders. Wir definieren doch die richtigen Outputs, denn es gibt nämlich ein Problem, was wahrscheinlich dann auftreten würde, wenn wir es nicht so machen würden. Und das ist, sollten wir andere Rezepte dazu packen. Und beziehungsweise auch das, die Coal Coke Blöcke würden dann versehentlich vielleicht rausgenommen, was wir nicht wollen. So, hier habe ich einen Extract schon angeschaltet, ne? Ja. Gut, wunderbar. Dann nehmen wir das Ding drauf. Sieht man es nicht mehr, es ist renderfreundlicher und wir können jetzt hier arbeiten. Okay. Das heißt, wir brauchen im Endeffekt Interface. Ich mach's mal so. Erstmal jetzt. Und da kommen dann im Endeffekt die Rezepte rein. So, jetzt habe ich irgendwas weggetan. Egal. Und dann können wir nämlich hier draus auch gleich noch extracten und können dann praktisch hier wieder einfüllen. Das heißt, wir können das Ding hier mal mitnehmen. So. Machen wir mal alles weg hier. Das können wir noch da lassen. So. Haben das Ding hier. Oh, dann muss ich jetzt praktisch nur den Input nochmal umändern vom Strom, dass der irgendwie hier hinten ist. Und jetzt überlege ich auch gerade, warte mal, konnte ich nicht hier irgendwie hoch? Nee. Dahinter konnte ich hoch. Das wird was. Okay. Dann machen wir das mal so. Und dann brauche ich mal nochmal Hardened ganz schnell. So. Und wir gehen mal. Das funktioniert. Aber nicht, wenn ich noch einen draufsetze. Ich habe immer Angst, dass ich gleich da oben dagegen bretter und das war's. So, oder wir müssen das hier auf Output. So, und da. Nein, ich will gerne das da. So, Seite können wir auch mal. Deaktivieren hier. So.
Und Output. Gut. Dann die Dinger. Nein, ich will gerne hoch. Hoch, hoch, danke. So, dann kriegen wir trotzdem den Strom hier hoch erstmal. Aua! Das tut weh. So. Es ist hässlich und wir gehen dann jetzt erstmal von der gegenüberliegenden Seite. Also das ist die Nordseite. Okay. Moment, das ist falsch. Warte, ich bin an der vollkommen falschen Stelle. Das Ding muss gar nicht hier hin. Das Ding kommt hier hin. Ich bin doof. So, Moment. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie wir jetzt den Strom hinkriegen würden. Gar nicht. Also, außer hässlich. Okay, ich mach's erstmal hässlich. Ich lass mir dann nochmal was einfallen, wie wir es schöner machen können. Aua! Und den Strom packen wir erstmal von oben rein. Zack. Und wir stellen die Maschine mal ein bisschen um, dass wir praktisch hier von der Seite dann den normalen Input haben. Dafür brauche ich erstmal die Seitenkonfiguration. Moment, das machen wir noch ganz schnell. Na komm. Rein. So, einmal die Seiten umändern. Also nach unten, Output ist okay. Wir brauchen den... Mal weg. So, Strom kommt von oben. Ups. Oben. Und Items kommen von Norden. Jo. Passt. Wunderbar. Raus. Verbindest du dich? Wenn ich dich jetzt hinsetze? Ja, wunderbar. Okay, das heißt, wir können ein Servo machen. Einfaches Servo reicht ja vollkommen aus für unsere Zwecke. Und dann können wir mal sagen, Coke. Nehmen wir mal einen Block auf Coal Coke. Zack. Und Whitelist. So. Und dann kann ich nämlich das Rezept auch mit reinpacken und die Items kommen automatisch wieder rein. Stromversorgung müssen wir noch ein bisschen schöner machen, dass die irgendwie vielleicht von hier hinten kommt oder so. Aber damit haben wir alles an dem einen Ding. Das müssen wir mal aktivieren. So, und dann machen wir noch ganz schnell die Rezepte. Auch wenn das Völkchen sich dadurch wieder in die Länge streckt, aber ich will wenigstens noch die Rezepte Quatsch haben. Wir müssen also das Interface hätten wir noch benennen können. Stil. Achso. Nee, doch. Stil Ingot. So, machen wir mal ganz kurz das hier. Zack. Und Coke das bitte. So. Zack. Osmium. So, und dann das einmal hier rein. Auch mit Coke Dust. Oder? War das nicht Coke Dust? Ja. Nur mal ganz kurz gucken. Coke Dust, Coke Dust. Ja, gut. Okay. Wobei, warte mal, habe ich gerade das richtig gesehen? Wir können das Erz reinpacken. Könnte man Auto-Output auch noch machen für Erze. Das wäre gut. Machen wir erstmal das hier. Ups. Das war falsch. So, das hier ist... Also, sie sind beide schon fertig. Okay. Steel Ingot. Zack. Das einmal wieder endcraften. Und dann können wir nämlich sagen, wir wollen gerne 9 davon. Aus einem davon. Encode. So, zack. Und Osmium. So. Okay, wir gucken einfach mal, ob das jetzt funktioniert. Indem ich einfach mal 10 Stahl bestelle. Damit sollte er ja theoretisch nochmal Coke. Genau, er macht Coal Coke. Die anderen hat er noch nicht reingepackt. Das ist das einzige Problem. Er wartet immer auf das. Das wäre. Okay, das funktioniert jetzt relativ gut dann, wenn es einmal da ist. Wir brauchen mehr Geschwindigkeit dahinter. Weil ansonsten brauchen wir erstmal, wir müssen erstmal immer das Coke abwarten. Vielleicht baue ich es doch anders. Dass wir irgendwie immer einen Speicher machen von Coal Coke. Und dass wir es dann vielleicht doch gar nicht gebrauchen, sondern dass er das irgendwie autocraft. Das wäre vielleicht eine bessere Möglichkeit. Dass wir ein Autocrafting fürs Coal Coke machen und das dann aus dem Interface einfach rausnehmen. Dann machen wir das da drüber. Ich glaube, so werde ich das machen. Das gefällt mir, glaube ich, besser. Können trotzdem den Rest alles in dem einen Interface lassen. Aber das muss weg. Okay, gut. Dann würde ich erstmal sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Man sieht sich vielleicht beim nächsten Mal wieder. Dann gucken wir einfach weiter, was wir noch machen könnten hier. Wir haben jetzt den schönen, na wie heißt er, Impulshopper. Das heißt, wir können mehr Rezepte auf jeden Fall automatisieren, was ich vorher nicht gedacht habe, dass wir das automatisieren können. Und da bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall, erstmal danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Als kleiner Hinweis, beispielsweise, was jetzt funktioniert, ist, na wie heißt's? Terra-Steel funktioniert relativ einfach. Ja, na gut, aber erstmal egal. Ciao, bis zum nächsten Mal. Noch einen schönen Tag und bis dann. Bye.